Kanaldeckel, die nachts leuchten oder neue Bahnsteige, an denen kein Zug hält. Diese Woche hat der Steuerzahlerbund mal wieder den lockeren Umgang mit Steuergeldern angeprangert. Tja, Beispiele von öffentlicher Verschwendung gibt es ja überall in Deutschland. So hat man zum Beispiel 15 Jahre lang in Stuttgart einen Open-Air-Skaterpark für 900.000 Euro geplant. Mittlerweile ist die Summe auf 1,7 Millionen Euro angestiegen. Warum? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Stuttgarts Skater. Lange waren sie nirgends willkommen. 10 Jahre suchte die Stadt für sie einen guten Ort. Vor 6 Jahren dann die Idee, ein Skaterpark im Norden der Stadt. Doch bei der Auswahl hatte keiner die Anwohner an der Entscheidung beteiligt. Vor 6 Jahren stand plötzlich ein Schild hier, hier entsteht ein Kinderspielplatz. Und wir waren alle überrascht, dass ein Skaterpark entstanden ist. Ein Skaterpark ist eine Sportanlage und braucht mindestens 100 Meter Abstand zur Wohnbebauung. Das war bei Weitem nicht der Fall. Deshalb haben wir eine Klageschrift verfasst. Gegen den Skaterlärm findet der Gemeinderat eine Lösung, eine Hülle. Für fast 1,7 Millionen Euro. Der Park wurde mal für 900.000 Euro gebaut. Naja, da hätte man sich den ersten Bau sparen können, ne? Also denke ich. Wie öfters. Wenn man es aus Steuersicht sieht, war es Nonsens, dieses Ding da drüber zu setzen, hätte man sich vorher überlegen können. Aber also das ist einfach auch eine Sache, wo für mich halt viel Entwicklung von den Kids dahinter steht. Kann man sich ja vorher denken, ist ja wie mit Kindergärten und Schulen auch, sowas ist eben laut. An den Bund der Steuerzahler können sich alarmierte Bürger wenden. Er hat den Skaterpark bereits zum 2. Mal angeprangert, denn im letzten Jahr wurde die Planung nicht gestoppt. Die Halle ist seit kurzem fertig. Wer ist schuld? Eine einzelne Person zu identifizieren, die da eine falsche Entscheidung getroffen hat, das ist in der Regel im Nachhinein nicht möglich. Da hat ja der Gemeinderat beschlossen und das ist auch eine demokratische Entscheidung. Das Schwarzbuch dient vor allem dazu, Verschwendung zu verhindern. Das heißt, andere Gemeinden sollen sich diese Fälle anschauen und überlegen, dass sie eben diese Fehler nicht machen, die in Stuttgart passiert sind. Auf ihn fällt der Unmut, den Leiter des Gartenamtes. Er badet aus, was eine Stadtverwaltung beschlossen hat, die längst nicht mehr im Amt ist. Natürlich hätten wir dicht machen können, wir hätten es zumachen können, hätten damit die beliebteste Skateranlage im süddeutschen Raum zugemacht. Stuttgart hat einfach ein Platzproblem durch den Talkessel. Es findet sich kein anderer Standort. Nun, mit der neuen Halle können sich die Skater sogar im Winter austoben. Natürlich ist es Geld, was verschwendet worden ist, wenn man es so erstmal sieht, aber es ist halt für Kinder- und Jugendarbeit gewesen. Hier sind sehr, sehr viele Jugendliche, 60, 70 Kinder sind hier teilweise unterwegs. Wir haben zum Beispiel auch Flüchtlingskurse jetzt mit bei uns im Programm. Auch diese Kinder sind hier und ich denke, für die Kinder- und Jugendarbeit sollte schon auch dieses Geld verfügbar sein. Und das ist es Gott sei Dank hier in Stuttgart. Wenigstens sind nun mehr Menschen als vorher zufrieden. Anwohner und Skater freuen sich über das millionenteure Dach.